Schön, dass Sie sich für Einbrechen leicht gemacht entschieden haben. Sie werden Ihren Kauf nicht bereuen. Im Folgenden gehen wir Schritt für Schritt das Vorgehen Ihres ersten Einbruchs durch. Lektion 1 – Die Vorbereitung. Eine sorgfältige, professionelle Planung ist das Fundament jedes Einbruches. Beginnen Sie damit, den Ort Ihres Einbruches sorgfältig auszuwählen. Der Einbrecher bedient sich dabei seiner vertrauten Quellen. Bei der Wahl der Ausrüstung sollte nur das Nötigste in Betracht gezogen werden. Der moderne Einbrecher zeichnet sich vor allem durch unauffällige Kleidung aus. Handschuhe sind unverzichtbar, um am Tatort keine Spuren zu hinterlassen. Lektion 2 – Der Weg. 40% aller Einbrüche werden am Tag begangen und sind deshalb risikoreicher. Bewegen Sie sich daher in der Öffentlichkeit möglichst unauffällig. Mischen Sie sich unter die normalen Passanten und tun Sie alles dafür, nicht als Einbrecher erkannt zu werden. Der geübte Einbrecher ist dabei nicht von anderen Personen zu unterscheiden und hält die Tarnung bis zum Ende aufrecht. Unnatürliche Bewegungen sind zu vermeiden. Im Idealfall wird jeder denken, Sie sind nur auf dem Weg zu einem guten Freund. Wenn Sie die Wohnung erreicht haben, ist ein schnelles Vorgehen geboten. Um keine Risiken einzugehen, entschließen Sie sich bei der Wahl des Zugangs für die Wohnungstür. Dabei ist die Variante des Lockpickings sehr verbreitet. Darunter versteht man die Aufsperrtechnik zum Öffnen von Schlössern, ohne einen dafür passenden Schlüssel zu besitzen und ohne das Schloss zu beschädigen. Lockpicking wird sowohl als legaler Sport, als auch von Kriminellen, von der Polizei und Geheimdiensten betrieben. Um keinen Verdacht bei den Nachbarn zu erwecken, sind laute Geräusche tunlich zu vermeiden. Hartnäckigkeit und präzises Vorgehen garantieren Ihren Erfolg. Lektion 3 – Der Zielort. In der Wohnung angekommen, sollten Sie schnell und zielgerichtet agieren. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Gesamtsituation und stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen in der Wohnung aufhalten. Ein skrupelloses Selbstbedienen ist des Einbrechers leichteste Übung. Systematisch werden die einzelnen Räume durchsucht, die gängigen Verstecke für Geld oder Wertgegenstände sind ihm dabei bestens vertraut. Jeder Einbruch kostet das Opfer im Schnitt rund 3000 Euro, aber Sie sind besser als der Durchschnitt. Voll konzentriert sollten Sie sich daher von nichts ablenken lassen. Ah, hallo Schatzi. Also was brauchst du? Okay, Milch. Eier. Aha. Ja. Margarine hätte ich ja auch noch. Ja, okay, bringe ich mit. Sie haben das Ende Ihres Einbruchs erreicht. Der Erfolg steht und fällt mit der Anzahl der Spuren, die Sie hinterlassen. Viel Erfolg bei Ihrem ersten Einbruch. Testen Sie auch unsere anderen Angebote zu Diebstahl rund ums Kfz, Handygewalt und illegale Graffiti.